Marlene Petras ist eine von den Organisatorinnen des 6. Europäischen Töpferfestes in Annaberg-Buchholz. Und sie weiß, wie sich die Mühen der Vorbereitung gelohnt haben. Also erstmal muss ich sagen, wir haben 1,5 Jahre gebraucht, um hier dieses schöne, tolle und sowohl als auch super gelungene Fest auf die Beine zu stellen. Wir sind hochzufrieden und haben hier echt gerockt. Kann man eigentlich sagen, wie viele Gäste in den 3 Tagen jetzt da waren? Sehr schwierig zu sagen, wenn wir uns jetzt hier umschauen im Festgelände. Das Fest ist eigentlich seit 16 Uhr vorbei. Wir sehen, die Straßen sind immer noch gut gefüllt, also man kam hier manchmal überhaupt nicht durch. Aber wir können sagen, wie viele Aussteller aus wie vielen Ländern da waren. Also wir hatten uns die Messlatte hochgesetzt, dass wir wieder 80 Töpfer und Keramiker bei uns zu Gast haben dürfen. Es sind dann 86 geworden, also Hut ab, muss ich sagen. Und 9 Nationen sind an diesem Fest beteiligt. Was ist euch besonders gut gelungen oder was muss man vielleicht auch bei einem künftigen europäischen Töpferfest vielleicht verändern? Also ich denke, was wir wieder ganz toll zeigen konnten, ist, dass Annaberg-Buchholz eine liebens- und lebenswerte Stadt ist. Also die Willkommenskultur, die wir hier wieder an den Tag gelegt haben, ist, denke ich, beispiellos. Sicher gibt es ein paar Anregungen, die wir von den Töpfern mitnehmen. Ja, also es gibt Teilnehmer, die Märkte gewohnt sind. Das heißt, wo sie auf kleinem Raum miteinander Zeit verbringen und natürlich etwas verkaufen. Aber wir wollen ganz explizit daran festhalten, dass wir ein Fest gestalten und vor allem diese malerischen Gassen und Innenhöfe dafür nutzen. Der Rhythmus von 4 Jahren soll beibehalten werden? Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach eine Tradition und wir brauchen, wie gesagt, 1,5 Jahre, um so ein Fest, also in dieser Größenordnung vorzubereiten. Ist einfach so, bleibt dabei, ist Tradition. Lieben Dank und wir freuen uns schon aufs nächste Fest. Okay, ich danke auch. Glück auf. Glück auf. Ja, aber sind ABTV ist zu Gast zum Europäischen Töpferfest in Annaberg-Buchholz. Wir stehen hier am Stand von, Sie sagen mir, wie Sie heißen? Von Herrn Dietmar Schmiedl und Angela Schmiedl aus Liechtenstein. Aus Liechtenstein. Wie lange haben Sie schon eine Töpferei? Wie lange betreiben Sie das schon? Wir machen das jetzt seit ungefähr 10 Jahren mit der Töpferei. Okay, und während Ihre Frau uns hier was zeigt, erklären Sie mir, was sie dabei tut. Ja, machen Sie das mal. Ja, was hat sie jetzt hier liegen? Also wer von Ihnen beiden spricht? Reden Sie mit mir oder Sie? Sie reden mit mir? Okay, dann erklären Sie mir, während Sie hier tun, was Sie tun. Ich habe hier einen sogenannten Tonfladen, also Ton ausgerollt mit, das ist, nennt sich Plattentechnik, was wir herstellen. Und wir haben Keramik, also Schmuckkeramik. Ich forme jetzt hier eine Glocke. Dazu habe ich mir so ein Rohling ausgerollt. Und jetzt wollen wir, weil wir ja eigentlich zum Kräuterberg heißen, unsere Kräuter in Ton verewigen. Und das ist so unser Credo. Was haben Sie da jetzt hier in der Hand? Was ist das? Das ist jetzt eine Minze. Und ja, wenn der Geruch bleiben würde, das wäre natürlich schön, aber es bleibt natürlich die Struktur und der Abdruck. Und das bringe ich jetzt auf diese Glocke auf. Dazu muss ich ungefähr schauen,
In welche Position ich das bringe, weil die Glocke dann nochmal als Glocke per Hand geformt wird. Wo nehmen Sie eigentlich Ihre Ideen her? Hier. Ja, es wird immer anders. Es geht auch nicht jeder Tag gleich. Manchmal hat man was im Kopf und dann fängt man an und sagt, wird nicht, geht nicht, muss ich es lassen. Ne? Wie lange arbeiten Sie? Also zum Beispiel jetzt an dieser Minzglocke? Wollen Sie mal die Uhr stellen? Naja, müssen wir mal gucken, wie lange das ungefähr dauert. Also, das ist ja nur erstmal die Formung. Ne? Es wird ja erstmal geformt. Dann wird die Ware getrocknet. Das kann man so machen oder maschinell machen. Wir machen es so, weil alles andere ist immer wieder kostenintensiv. Wie lange trocknet es dann an der Luft? Meistens so, also wir lassen es meistens eine Woche stehen. So. Es kommt natürlich aufs Objekt drauf an. Diese kleinen Sachen, die trocknen schneller, als wenn ich jetzt eine große Ware oder in Räucherhaus oder sowas habe, das geht nicht so schnell. Dann wird es einmal schrü gebrannt, nennt man das. Schrü brennt, der erste Brand, der ist nicht so hoch, sodass beim Ton die erste Flüssigkeit weggebrannt wird. Und dann wird diese Ware, wir behandeln die dann nochmal mit einer Substanz, sodass diese alte so eine Altstruktur rauskommt, beziehungsweise müssen dann die Strukturen rauskommen. Ja, und dann wird die Glasur aufgetragen, je nach Farbe, was wir da so, in dem Fall würde ich da jetzt hier Weinrot nehmen, weil die Minze hier gerade so weinrot blüht und dann wird es nochmal gebrannt. Das wäre dann der Endbrand. Das ist dann höher, also bei 1180 Grad oder 1200 Grad. Und dann ist es fertig. Die Glocke zwar noch nicht, weil die muss dann noch gefädelt werden und das dauert auch nochmal eine halbe Stunde. Dann lassen wir uns jetzt mal überraschen. Ja, alles gut. Jetzt lassen wir uns überraschen, was Ihre Hände hier zaubern. Da muss ich mal meine Zauberkiste noch rausnehmen, weil da ist nämlich noch was drin. Wir waren heute früh erst auf der Wiese und haben gepflückt. Im Garten, ja. Im Garten? Ja. Wir werden ja unsere Kräuter mit verewigt. Ne? Wir haben ja auch einen Kräuteranbau und machen viel mit Wildkräutern. Und die können wir gleichzeitig in Ton mit verewigen. Wie ist eigentlich die Idee entstanden, während Ihre Frau hier arbeitet, dass man eine Töpferei eröffnet? Haben Sie das schon immer gemacht, beruflich? Nein. Nein, wir haben uns das selbst angeeignet. Also am Anfang haben wir auch halt mal einen Kurs besucht und geguckt, wie das gemacht wird. Und dann haben wir halt unsere eigene Technik gefunden. Und weil wir ja, wie gesagt, mit den Pflanzen abdrücken, das passt halt gut dazu. Ja. Ja, jetzt kommt der Minzgeruch her. Im nächsten Leben haben wir dann Fernsehen mit Geruch. Dann können wir sagen, dass das ganz toll riecht. Gibt es tolle Hilfsmittel? Man kann das auch frei machen, aber hier habe ich heute mal ein Hilfsmittel mit. Oh, das ist natürlich schade. Ist gleich mal ein Malheur passiert. Aber da das formbarer Ton ist, kann man das reparieren. Und das Schöne ist, das ist auch alles ein Unikat. Also, Immer. Ja. Sie sind nicht mit allem gleich zufrieden, so wie jetzt. Ja, das ist jetzt, ich wollte das etwas schnell machen, aber das ist es nicht. Man kann nicht auf Krampf irgendwo was schnell, schon mal ruckzuck zusammenschmieren, das geht nicht. Man muss schon ein bisschen aufpassen, dass das dann auch hält und nicht bricht. Gibt es auch Ideen, wo Sie gesagt hatten, also das ist in meinem Kopf rumgeschwirrt und das ließ sich mit dem Ton nicht umsetzen? Gibt es das oder gab es das schon mal?
sicherlich gibt es sowas, aber es ist halt dann entweder eine Übungssache oder halt in der Größe ist es halt beschränkt, weil es muss am Ende auch im Ofen reinpassen. Und Schwibbogen ging nicht. Im Erzgebirge wäre ja klasse gewesen, hä? Mitten im Sommer hier die Schwibbögen. Das reift mal noch, Schwibbogen. Sie kriegen die Rundung, die kriegt man zwar raus, aber die steht ja nicht. Die brauchen so gute Hilfsmittel, um das dann stabil zu kriegen, weil Ton verformt sich halt. Ne? Beim nächsten Mal in 4 Jahren. Ja, das könnte passieren. Also im Hinterkopf ist es ja, aber es ist halt extrem aufwendig gegenüber jetzt, wenn man Holzspitbogen macht, als Sperre oder so, weil es viel einfacher ist. Ja, als Ton haben es schon probiert, aber es ist, soll ja halt auch perfekt, also dann auch richtig unikat werden. Sie hatten vorhin so schön gesagt, Sie sind zum ersten Mal hier in Annaberg-Buchholz zum Töpferfest. Was hat Ihnen gefallen? Was ist vielleicht auch verbesserungswürdig? Also mir gefällt das hier, also es ist sehr riesig angelegt, also so meiner Meinung nach der größte Töpfermarkt, so, den also wir bis jetzt mitgemacht haben. Also ich habe gehört, das sind 200 Stände und das findet in vielen Gassen statt hier und das ganze Altstadt-Flair spricht für sich. Also wisst ihr jetzt nicht, was man verbessern könnte. Also ich finde es perfekt und die Resonanz ist ja riesig, es sind Massen an Leuten da. Und die Kaufkraft ist auch sehr gut. Also wir können uns nicht beschweren, dass hier irgendwie nur geguckt wird, sondern wirklich Leute kommen her und kaufen an allen Ständen. Also perfekt. Hat man eigentlich auch Gelegenheit, an solchen Tagen mal bei anderen mitzuschauen und zu gucken, macht man das? Also ja, wir laufen natürlich auch gerne mal rum und gucken zwar jetzt nicht so alle Stände ab, so gerade in der Dimension ist es viel zu viel, aber halt wenn die Gelegenheit ist, so man muss ja mal sich verpflegen oder mal auf Toilette gehen und bei der Gelegenheit guckt man halt mal und die einige Händler dabei, die kennen wir jetzt schon seit Jahren. Also ja. Wir gucken in der Zwischenzeit mal, was unsere Minzglocke macht. Der hat jetzt schon eine Form angenommen, hä? Meine Minzglocke. Die Minzglocke, die ist jetzt am Zusammenfügen, beziehungsweise habe ich mein kleines Malheur jetzt noch etwas. Sieht man die Naht dann noch oder wird das auch mit weggemacht hier? Die Naht? Die Naht ist jetzt hier innen zu und außen kann die jetzt eine schöne Rundung ergeben. Das wird gleich mit zur Deko genutzt. Ja, genau. Das muss nicht so akkurat sein, beziehungsweise breche ich das jetzt hier noch auf. Das kann man jetzt als Glocke nehmen. So, daher habe ich das vorne auf diese Form gemacht, damit ich dann das halbwegs gerade habe. So, und jetzt habe ich meinen Schmuckrand. So. Und jetzt ganz wichtig, kommt jetzt ein A und ein S hier oben rein. Die Initialien. Die Initialien, genau. So. Und ich nehme jetzt meine Minze wieder raus und schaue, ob die Stiele jetzt, die muss ich jetzt wieder etwas zusammendrücken, sonst könnten die reißen und das will ich dann nicht. So, und alle Struktur, die man hier sieht, die wird später dunkel rauskommen. Welche Fertigkeiten muss man mitbringen, um zu sagen, ich möchte sowas formen? Also waren Sie besonders in Kunstwerken gut in der Schule oder im Zeichnen? Oder? Ja. Hier stehen nämlich Kinder rum, kann man gleich mal fragen, was muss man mitbringen? Also ich habe habe schon immer gern gezeichnet und hatte auch immer gute Ideen, was an Fantasie betrifft. Alles andere muss man ausprobieren. Entweder man malt oder man formt mit Ton oder mit Holz. Man muss es halt mal machen und das ist das Wichtigste. Man muss Freude dran haben. Ja, man muss Freude dran haben, wie Sie schon sagen. Und dann kommen dann auch Ideen. Also wenn man Freude hat, kommen Ideen von allein. Wie groß ist Ihr Sortiment? Also wie viele verschiedene Produkte umfasst das? Von der Töpferei? Wir haben Gartenkugeln, vielleicht so 10, 15 verschiedene Sachen. Häuser, Kugeln, Schalen, Wasserspeier, Glocken,
Das ging auch als Tütenvase zum Hängen zu machen. Dann müsste ich hier unten jetzt wieder zumachen. Ne? Herzen, kleine Keramik, Seifenschalen, mit denen hat es angefangen. Ja, Skulpturen, Bergmänner, Engel, mein Mann, der ist da sehr kreativ, der hat mal geschnitzt und da hat er so diese Plastik im Gesichtsmodellieren gut drauf. Vielen Dank erstmal, wir gucken jetzt mal, wie das hier weitergeht. Das ist fertig, okay. So, das kann jetzt trocknen. Da war es von der Größe. Und da hole ich mir halt neun. Es ist halt jetzt überall mein Stempel drin. Ne? Das ist natürlich auch noch loswerden. Der stand ja in diesem Jahr unter dem Motto Märchenhaft, angelehnt an Fabulix, was dann in wenigen Tagen, Wochen, Stunden gefühlt hier in Annaberg stattfinden wird. Es sind 35 Exponate eingegangen, das ist eine Riesenanzahl, wenn man bedenkt, dass wir 86 Teilnehmer eben haben. Und wir haben eine Jury zusammengestellt, die aus ortsansässigen Töpfern, Künstlern, aber auch Gästen aus Polen bestand. Wichtig war uns, dass das Thema Märchenhaft natürlich entsprechend umgesetzt wurde und spannend war auch zu beobachten, welche Techniken da zum Einsatz kamen, welche kreativen Ideen schlussendlich in dieses Produkt eingeflossen sind. Gab es was Ihnen besonders gefallen hat oder euch auch als Organisatorin besonders gefallen hat? Kann man was hervorheben? Ja, ich bin kein Freund von Dankesreden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber, und ein Riesenaber. Wir sind ein ziemlich kleiner Verein, aber wir hatten hier unendlich viele Unterstützer. Also egal, an welche Tür wir geklopft haben, es gab helfende Hände, es gab Sachspenden, es gab zum Teil finanzielle Unterstützung oder Leute, die uns einfach Türen geöffnet haben, die dazu beigetragen haben, dass das Fest so grandios gelungen ist. Prosím, tam boli aj dokopy nejaké zmiešané nákupy. Mein Name ist Juraj Maso, ich komme aus der Bratislava. Děkuji. Also, die sprechen Tschechisch, nicht so was. Ano, děkujeme.
Thank you.
Thank you.